Paladin oder Warrior? Wir können ja auch den Chat mal fragen. Ich bin wahrscheinlich eher für Warrior. Einfach nur, weil Martin gesagt hat, dass Warrior und Mage in der Arena am besten sind, so ein bisschen. Ich halt nicht. Hier ist ein Pala, ein zweiter Pala. Ich bin auch für Paladin. Ein Warrior. Ich mag die Fähigkeit, die Hero-Fähigkeit von Paladin. Ich finde Consecration und Choose Your Champion sau cool. Okay, Warrior hat halt den Taskmaster und Battle Rage. Nicht zweimal nennen. Nein, nein, nein. Also zweimal Warrior, zweimal, dreimal Warrior, zweimal Paladin. Gut, Warrior ist. Ja, würde ich sagen. Defender. Super gute Karte. Ja, also wir sollten, glaube ich, über alle Karten reden. Der Adventurer ist halt für 3-2-2 ziemlich schlecht. Und selbst wenn du ein plus 1 drauf bekommst, ist es halt der 3-3er für 3. Also er wird erst gut, wenn du zwei Karten mit ihm gespielt hast. Was in Hearthstone irgendwie nicht so häufig passiert. Weil man ja oft seine Kreaturen abtauscht. Also denke ich, ist der nicht so gut. Heal haben wir nicht. Deswegen ist der Light Warden nicht so super cool. Light Warden im Priesterdeck ist natürlich schon schön, aber. Genau, in dem Priesterdeck ist er krass. Ist besser als der Mana-Wurm für ein Dings. Ja, der Defender ist es dann wahrscheinlich. In unserem Deck, das wir jetzt für Warrior craften, sagen Nummer 1 Argus, Nummer 2 Questing und Nummer 3 Light Warden. 4 Reworks, weil 4 Reworks, glaube ich, die beste Early-Game-Waffe überhaupt Ja, ist. das ist halt super sweet. Du machst halt mit dem 2-Drop schon Value beim Warrior und das ist richtig gut. Der Farseer ist jetzt okay, aber Farseer ist auch okay, genau, genau, Nummer brauchen wir nicht. 2 Und schon der gut, Doktor okay. ist tendenziell nichts. Fängt doch schon mal echt gut an. Ja, es ist okay. Und da bin ich für einen Novice Engineer. Ich bin fast für einen Farseer, weil er aggressiver ist. Aber wir haben relativ wenig, mit dem wir es buffen können. Und das kommt aber noch beim Warrior, oder? Wir kriegen doch. Vielleicht kriegen wir noch einen Rampage. Vielleicht kriegen wir noch einen, der plus 2, minus Ja, 1 wollen wir einen macht. Rampage haben? Ein Rampage Ich find's auch nicht gut. besonders, ey. Nee, ich find's auch nicht gut. Vielleicht kriegen wir Das noch einen Einzige wäre Buffer. ein Taskmaster. Aber ansonsten. Vielleicht kriegen wir noch einen Dwarf. Also so im Na gut, ne. Vakuum finde ich halt den Novice Engineer nicht gut, weil er einfach nur 1-2 ist. Ja gut, dann nehmen wir einen Farseer. Der kann sehr gut sein, aber ich glaube, in dem Warrior Deck ist er gar nicht so überragend. Also als 2-Drop kann halt der Novice Engineer mit so gut wie nichts traden, wird aber ziemlich oft getötet. Dafür kriegen wir halt eine Karte wieder neu, was uns Zeit Aber kauft ein Villain Board bisschen. Control, tendenziell Board Control. Ja. Den Farseer können wir zumindest Dog machen. Und bauen. Ja. Ja. Also Rampage finde ich einfach nicht gut. Nee, Rampage würde ich auch nicht nehmen. Nur ganz spät, wenn wir es wirklich irgendwie mit Synergie einbauen können. Und der Farseer hat Gut. wahrscheinlich wirklich am meisten von so Sachen wie Charge, Plus-Effekten. Ja, ich glaube, der passt in unser Deck besser rein. Arknight, nice. Ja, ich würde auch die Waffe Vault nehmen. Infiltrator hat auch seine Daseinsberechtigung. Rifleman würde ich am schlechtesten einschätzen hier. Ja. Also die Enrage-Sachen haben wir halt noch nicht. Mit Enrage-Sachen zusammen kann der Rifleman vielleicht ganz cool sein. Der Infiltrator ist halt der gute One-Drop sozusagen in einem aggressiven Deck. Aber den Arcanite Reaper finde ich halt auch ziemlich gut, deswegen nehmen wir den mal erstmal. Ich weiß nicht, ob man einen zweiten Arcanite Reaper haben will. Ja. Ich bin für Mad Bomber. Ja, alleine weil es die bessere Kurve ist. Mad Bomber als schneller Zweidrop gespielt ist halt echt gut. Ja,
Besonders wenn man on the draw ist und den Gegner damit hauen kann. Champion würde ich nicht nehmen, weil wir. Ja. Weiß nicht. Der Weiß ich nicht Champion ist mag. halt der 7-Drop erstmal und den wollen wir noch nicht nehmen. Wer weiß, was noch kommt. So, und da hast du deinen nächsten Arcanite Reaper. Ja, den müssen wir jetzt nehmen, weil die anderen beiden Kreaturen einfach nicht so toll sind. Ich finde den Murloc gar nicht so. Ja, also gar. Ja, nee. Genau, und jetzt kommen hier nämlich die High Drops. Und da würde ich den Core Hound nehmen, weil die Priestress in dem Warrior Deck wahrscheinlich nicht so viel zu suchen hat. Ich finde nämlich die Priestess im Warrior Deck ziemlich gut, weil wir wahrscheinlich durch drei Waffen jetzt schon eh relativ viel Damage auf unseren Warrior kriegen. Dann können wir das zurückkriegen. Aber sie ist für 6 die 5-4er, ne? Das Die ist tradet natürlich halt mit dumm. dem Aber Yeti. die hat auch nur ein Leben weniger als der Korhorn für sieben. Ja, aber der Counter haut halt 9 in die Fresse, so tendenziell. Ja, okay. Also ich wäre für Priestress, einfach weil wir durch die. Ja, er kostet Mana weniger. Ich glaube, das ist der Oder wir nehmen den Hauptgrund. Doktor. Ich glaube, ich würde den Doktor nehmen. Ich weiß nicht. Was macht denn der Also. Doktor in dem Warrior Deck? Er hielt unseren Bomber. Ja. Sehr gut. Ja, gut, er hielt auch unseren Farseer eventuell. Ich denke, der ich glaube wirklich. Der ist zumindest, hat zumindest zwei Attack. Vielleicht können wir irgendwas mit ihm traden. Ich glaube, er ist besser als die Priestress. Weil die halt schon Weiß echt nicht. Dadurch, dass er Mana-effizient nur ist. eins hinten hat, ist er halt gegen die ganzen Decks, die einen Schaden machen können, erstmal schon mal richtig scheiße. Was da sind, Druide, Rogue und Mage. Aber ich finde Korhound nicht gut. Ich glaube, wir sollten die Priestress nehmen. Ich fand deine Argumentation ganz gut. Ja, dann machen wir das. Oh, nice. Ja, ich würde hier den Grokon Elite nehmen. Ja, auf jeden Fall. Also der Deckhand wäre halt cool, wenn du in der ersten Runde schon eine Waffe in der Hand hättest. Aber wenn du ihn halt spät für 2 einen Charge spielst, dann ist es halt 2 Schaden irgendwo hin. Aber nicht irgendwo, sondern schon, wenn er Taunter hat, dann müssen wir halt auch zuerst den Taunter angreifen. Finde ich also nicht so gut. Und die Priestress wollten wir eben schon nicht nehmen, insofern. Ja, und Korkon ist super gut. Weaponsmith. Ich denke auch, dass es der Weaponsmith ist. Auch wenn wir den Whirlwind eigentlich gerne haben wollen, ne? Wir hatten letztes Mal Weiß mit dem man halt Warrior Deck das nicht. Problem, dass wir keine AE hatten. Ja, aber ich meine, ein Damage AE bringt, löst halt auch die ganze Sache nicht. Und wir wollen in den Warrior Deck werden wir auch kein Plus Barrier Damage nehmen. Ja, wir brauchen Insofern Cleave, bleibt da ne? einer. Cleave macht 2 Schaden, glaube ich, ne? Genau, wir brauchen Griff. Ja. Ah, das ist der Weaponsmith. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir in dem Warrior Deck relativ eine sehr steile Kurve spielen, damit wir. Okay, was haben wir hier? Also den Armor Smith will ich nicht nehmen. Swordsmith. Ich würde den Swordsmith nehmen. Ja, Wobei der er halt schon sehr Swordsmith. passiv ist. Und der Pyromancer macht zumindest ein bisschen Druck. Aber ich Ja. glaube, ich würde einen Swordsmith nehmen. Vor allem Swordsmith und Farseer ist, glaube ich, eine super gute Kombination. Denk auch. Also der Swordsmith passt, glaube ich, besser in unser Deck als der Armor Smith, weil die Rüstung brauchen wir halt nicht mit dem Warrior und der Wild Pyromancer ist in unserem Deck der 3-2er für 2. Also ich denke Swordsmith, weil der einfach was kann. Das finde ich nicht einfach. Ich bin ja grundsätzlich so ein bisschen der Fan von Execute. Aber auch der Lord und auch der Dragonling Mechanic sind gut. Also ich würde den Dragonling immer vorm Lord nehmen. Weiß ich nicht. Und ich würde Execute nehmen, glaube ich, hier. Wobei ich Execute nicht gut finde. Glaube ich, Ja. tendiere sogar fast eher zum Dragonling Mechanic. Einfach damit wir auf dem Board Druck machen können. Execute ist halt ein schönes Removal. Vor allem im Zusammenhang mit Bomber.
Da kannst du halt dann echt ein bisschen gamblen. Für 3 Mana kannst du teilweise instant eine richtig hohe Kreatur raushauen. Oder eben mit einer Waffe. Da fährst du aber dann selber Damage. Ah. Ich glaube, Execute ist gut. Ich glaube auch, dass Execute besser ist. Also ich glaube, ich Elite. würde hier wieder den Elite nehmen, auch wenn der Direwolf Alpha ziemlich cool ist in unserem Deck eventuell. Glaube auch, ja. Und er ist der 2-Drop. Aber der Korkon Elite ist so gut, Mann. Naja, der ist Wahnsinn. Ja, ich glaube nicht, dass wir so viel Taunt brauchen, weil wir wahrscheinlich ein sehr schnelles Deck spielen werden. Ja, sich ähnlich. Also go, Elite. Ja, Moment, ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit, den über den Direwolf zu nehmen. Also der Direwolf hat nur 2 Leben, was ihn zu einem schlechteren 2-Drop macht. Charge ist halt so gut. Ja, Charge ist schon gut, um das Momentum zu drehen, falls man mal hinten ist oder so. Hui. Weaponsmith, Auf jeden Rampage. Fall. Wobei wir so langsam aufpassen müssen, dass wir nicht zu viele Fire Drops kriegen. Vierer Drops. Ja. Aber ich finde, ein Weaponsmith halt, also zu viele Das Waffen kann man fast nicht haben. Rampage ist halt kein 2-Drop, sondern das ist halt nur eine Verzauberung. Es geht öfters mal nach hinten los und wir haben bisher eigentlich nur den Thrymar Farseer, der davon profitiert. Deswegen würde ich jetzt erstmal noch den Weaponsmith nehmen. Danach probieren, 2, 3 Drops zu bekommen. Genau. Oh shit! Ich glaube, wir müssen den Kaltmaster nehmen. Oder den Reaper. Wir haben schon 2 Reaper. Okay, wir haben Wir haben schon 5 Waffen 5 Waffen. tendenziell, ja. Ja gut, 5 Waffen sind genug. Kaltmaster passt super in unser Deck rein. Ja. Wir müssen halt jetzt wirklich so langsam schauen, dass wir Richtung 2 3er Drops kommen. Oh, da haben wir ja schon 3 Drops. Ich würde einen Worgen nehmen. Ja, auch wenn der Weapon mit Execute ganz gut ist, ist der Worgen einfach so die Bonkers-Kreatur. Ja, gut, du musst auch sehen, wir haben halt, wenn es alles schief läuft, auch Waffen und. Okay, nur Waffen. Oder Mad Bomber eben, um Execute durchzuziehen. Und wenn wirklich alles schief läuft, sogar ein Korkon Elite. Ich finde Magier in der Arena am besten, Druiden, Paladine, Warrior. Das sind, glaube ich, die besten Arena-Klassen. Plasma Imba. Jetzt zu langsam haben wir Synergieeffekte. Das ist schön. Heroic Strike. Whirlwind. Vielleicht wirklich mal einen Whirlwind nehmen. Wobei ich den Weaponsmith halt echt super gut finde. Ja, aber wir können nicht noch einen dritten nehmen. Das ist zu heftig. Warum Guck dir die nicht? Kurve, an, wo wir jetzt gerade sind, ey. Ist bei 1, 2, Ah, ich 3, mag 4, Whirlwind halt 5, überhaupt 6. nicht. Dann den Heroic Strike. Das Problem ist, dass Whirlwind. Ja, aber Heroic Strike ist ja auch eine Quasi-Weapon. Ja. Und da ist halt eine Kreatur mit 3-3 plus Weapon viel besser als Heroic Strike. Naja, aber Heroic Strike macht einem Arcanite Reaper zum Beispiel zu 9 Damage. Okay. Oder early Aber ist gespielt, halt wieder der keine Removal. Kreatur. Wir removen damit zum Beispiel alles Mögliche, was eine 4 hat, zum Beispiel ein Ironforged Dwarf oder sowas. Natürlich immer auf Kosten von Leben, aber wir wollen ja den Gegner eigentlich immer racen. Also Whirlwind finde ich halt in unserem Deck ziemlich dämlich, weil wir eh so aggressiv werden. Hoffentlich. Und da werden wir wahrscheinlich mehr Damage an unseren Minions machen als am Gegner. Dann sollten wir, glaube ich, den 2-Drop nehmen. Ich würde einen Vierer drauf nehmen, aber okay. Nee, nee, wir müssen uns schon einigen, ne? Nö, nö, müssen wir nicht. We agree to disagree. Ja, Guck Heroic. mal, der Weaponsmith haut uns auch Schaden, wenn wir mit der Waffe dann irgendwas abschaffen wollen. Und er gibt uns nur die 2-2er. Ja, und er gibt uns einen 3-3er.
Ja, aber auf dem 3-3 Board. für 4 ist jetzt halt. Naja. Ja. Wir haben schon so viele Waffen. Ich meine, die Weaponsmith-Waffe, die hält ja auch noch zwei Turns. Das heißt. Also mir kam es schon so vor, unser Warrior-Deck im Constructed mit 5 Waffen war schon überbewaffnet. Okay, nehmen wir Heroic Strike. Hast mich überredet. Tja. Spellbreaker, nein! Gut, dass wir nicht den 4-Drop genommen haben. Also jetzt würde ich wahrscheinlich eher noch den Spellbreaker nehmen als den Das Fan-Creeper, Spellbreaker oder? ist zu gut, um ihn nicht zu nehmen. Und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen eh nicht so viel Taunt. Taskmaster oder Nice. Us? Us. Boah, Taskmaster ist natürlich mega Value, ne? Ich glaube, wir riskieren Taskmaster. Er kann auch Kreaturen töten, die auf 1 runtergegangen sind und so. Ja, ich finde Andererseits Taskmaster echt gut. engage er unseren Worgen. Und, ja, und ein Farseer theoretisch auch. Crazed Alchemist, fast. Das ist ein Also der schönes Ding, um Twilight jetzt. Drake hat uns vorhin schon richtig gefickt, ne? Aber das war halt auch ein anderes Deck als das, was wir jetzt spielen. Ja, der hat ja nichts gespielt außer dem Twilight Drake. Upgrade ist auch eine Option. Nee, Ich Upgrade würde. fand ich voll schlecht, als wir es das letzte Mal gehabt haben. Dann nehmen wir einen Alchemist. Also Twilight Drake ist auf jeden Fall normalerweise tausendmal besser als Alchemist, aber Alchemist hast halt ein paar coole Dreher dabei. Obwohl ich sagen muss, dass ein Upgrade auf einen Arcanite Reaper schon eine andere Geschichte ist. Ja. Letztes Mal hatten wir halt keine Arcanite Reaper. If you have a weapon, give it plus 1 plus 1. Es wird dann halt der 6er Arcanite Reaper mit 3 Aufladungen. Ich finde Alchemist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, spielen wir den mal. Der ist flexibel und kann Dinge tun, von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass sie Genau. passieren werden. Genau. Wow, der Himmel fällt mir auf den Kopf. Inventor ist halt so viel besser als alle anderen. Hilft nichts. Inventor. Ja, die anderen beiden Karten sind aber nur Schrott. Ja, und Inventor ist halt echt gut. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Bomber. Echt? Warte mal, wie viele Äxte haben wir jetzt? Eine. Wir haben fünf Findest du Waffen. nicht. Also wenn du einen 2-Drop hast, stell dir vor, du gibst einfach ab. Der Gegner coint Nee, oder. stimmt, nee. Also Warrix ist, Die ja, Vorax ist, glaube ich, schon Warrix. besser. Ja, ist sie. Ist einfach Oder, der. und zwar nicht mehr knapp. Ja. Es ist noch nicht mehr knapp. Ich glaube, Warrix ist mit der Nein! beste 2-Drop. Der Auktionier! Verdammte Scheiße! Reiben Sie ihn uns Naja, nochmal unter die haben wir Nase. Spells? Wir haben Nee, gar keine Spells. eben nicht. Wir können ihn nicht picken, aber ich hätte ihn halt gerne so in der Sammlung. Wir spielen in Adventurer. Jetzt den Adventurer? Also zu Anfang wollten wir ihn nicht. Besser als der Ja, aber wir haben Alchemist. relativ schnelle, kurz, wir haben relativ kleine, eine relativ steile Kurve. Also, ich würde ein Questing nehmen. Wir brauchen Dreier-Drops. Ich denke ja. Also ein 3-3 wird er auf jeden Fall. Ich hoffe, Ja. dass wir auch ein 4-4 damit hinkriegen. Ja, also ich würde ihn wahrscheinlich jetzt über dem Alchemisten nehmen, weil wir schon einen haben. Aber sonst würde ich es nicht machen. Nee, also generell finde ich auch, ist auch wirklich die bessere Karte als der Alchemist. Raff, was Und machen wir jetzt? Brewmaster. Brewmaster oder Owl? Owl Also entfernt halt Taunt. wir wollen zurückholen den Crazed Alchemisten. Alchemist können wir zurückholen. Den Cruel Taskmaster können wir zweimal zurückholen. Den Mad Bomber können wir zurückholen. Den Weaponsmith können wir theoretisch, wollen wir wahrscheinlich nicht. Den Cult Master können wir wahrscheinlich auch eher nicht zurückholen, weil er zu wenig Leben hat. Defender of Argus wollen wir auf jeden Fall zurückholen. Gnomish Inventor wollen wir auch zurückholen. Elite wollen wir auch zurückholen. Spellbreaker wollen wir auch zurückholen. Und die Priestess wollen wir auch zurückholen. Auf jeden Fall Brewmaster. Aber die Owl entfernt Taunt. Das stimmt. Ja, aber nur Taunt entfernen bringt's halt auch nicht so. Genau. Ich weiß es nicht, ey. Wir können allerdings auch so Karten, die gebufft sind und so weiter,
wieder runterbringen gegen Druiden oder so oder Priester. Ist die Owl vielleicht schon die richtige Karte? Aber wir haben halt so viel Value mit dem Brewmaster, theoretisch. Ja, gut, dann nehmen wir den Brewmaster. Ja. Also ich stimme dir absolut ein, aber ich mag die Eule wegen diesen einen Hitpoint nicht. Der dritte Arcanite Reaper oder der 4-Drop? Also ich würde auf jeden Fall Arcanite Reaper nehmen. Ich denke auch, dass ich hier den Reaper nehmen würde. Wir haben Aber. halt 5er Drop 0 Arcanite Reaper, so. Nice. Ja. Fast zu viel, ey. Charge. 1, 2, Ist 3, Char 4, Charge ist halt eine Use. Nee, 6. Arcanet. Nee, Arcanet Reaper auf jeden Ey, das Fall. ist die siebte Waffe, ne? Fuck. Dann Elite oder was? Vielleicht schon. Elite ist halt schon immer gut. Mit 6 Waffen, das ist halt so krass. Nimm eine Elite. Nimm eine Elite. Ja, Moment noch. Mit dem Arcanite Reaver können wir halt den Tastingo abschaffen. Mit Wir welchen von können. den zwei und dreien? Also wir haben. Nee, wir haben viel zu viele Waffen, Henning. Ja, stimmt schon. Das kriegen wir auch auf unser Hero gar nicht mehr geheilt. Hier befürchte ich, nehmen wir das Whirlwind. Warum nicht? Auch wenn der Raptor halt Ja, Raptor ist eine solide Karte in unserem Deck sein könnte, so vielleicht sogar besser. ja, Kann mit das dem Whirlwind denn Kite was für Master uns? zusammen. Ja. Vielleicht kriegen wir noch ein Battle Rage, was übrigens Zauner. Ich habe neulich gegen einen in der Arena gespielt, der drei Battle Rages hatte. Ne? Ich habe Ja. übrigens verloren. Rat mal warum. Ja, nee, nee, nee. Also das hast du verplayed. Ich finde es auch nicht einfach. Wir haben Also halt schon so viele Zweier-Drops, der. dass Ja. ich einfach Whirlwind nehmen würde. Ja, stimmt. Wir haben auch gute 2-Drops. Und wir haben keine groß genugen Killer-Kreaturen, um einen Charge zu rechtfertigen. Panther. Ja. Ich würde auch sagen, der Panther ist besser als die Harpyre. Ja, und der Grizzly auf keinen. Nee, Panther ist sehr gut. Haha. Naja, Na hier ist gut, es Inner halt Rage. wieder. Was? Inner Rage, findest du? Wir haben so viele Vierer. Bei der Elite natürlich, Ja, warte. aber Inner Deal Rage ist One halt Damage. einfach. Das ist halt einfach der Taskmaster ohne Buddy. Stimmt, das ist da echt schlecht. Ja, nimm Elite. Hilft nix. Irgendwie ist. Battle Rage! Nein. Nice. Aber doch lieber ein Taskmaster? Snap-Pick Battle Rage, Mann. Nice. Nice, jetzt kriegen wir noch einen Frothing Berserker. Und das füllt auch. Also das Deck gefällt mir. Auf, go, go.